Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In dem Moment klingelt mein Handy und was sagt es? Okay. Wir sind gerade hier am Systemumbauen von unserer Industrie. Die Industrie hat hier lange Zeit keinen wirklichen Platz gehabt und kann sich jetzt offiziell erweitern. Problem, man sieht, da ist ein Berg. Entweder wir planieren den Berg komplett, wird es schweineteuer, oder wir bauen um den irgendwie herum. Irgendwie halt. Die Idee wäre für mich als erstes, das hier einmal hier um die Ecke zu führen, genauso wie dann die Straße und hier nochmal mehr zu etablieren. Das ist jetzt mal der erste Weg, weil man sieht, es funktioniert relativ prächtig. Und es hat sich mittlerweile auch bewährt. Also die Systeme laufen, es fließt alles und wir haben eigentlich aktuell keinen Stau. Habe ich gerade was von, wir haben keinen Stau gesagt? Wir haben doch Stau. Okay, vielleicht wäre doch schlau, noch eine zweite Autobahnausfahrt zu bauen. Nicht nur die hier. Die Rakete wird auch, ist auch schon im Bau. Und Startvorbereitungen sind ab hier. Ich weiß gar nicht, was das jetzt macht. Oh, wir dürfen die Papiermühle bauen. Und eine Modulhausfabrik und eine große Baumplantage. Das würde ich nochmal sagen, tun wir doch noch schnell diese Papierfabriken aufstellen. Weil genug Geld im Hinterhändchen wäre schon super. Leute, wir tun hier diese Papierfabriken aufstellen. Die kriegen wir hier richtig viel Platz. Wir stellen hier nochmal ein großes Holzlager auf. Ja, das sollte doch schon. Holzspänenlager nochmal ein großes. Und dann haben wir hier irgendwo noch eine Fertigholzbauteil-Dings gehabt. Oder auch nicht. Ja. Okay. Mittlerweile haben wir hier auch einen Regenverkehr. Also muss man schon lassen. Hier sind einige Arbeiter drin. Ganz so ordentlich. Da muss ich gleich mal schlucken. Aber das war ja nicht unser Problem. Unser Problem war das hier. Und das hier muss jetzt umgebaut werden. Bedeutet, das hier kriegt jetzt mal einen Abriss. Volle Wäsche in die Fresse. So. Wir kriegen hier wieder eine vierspurige Industriestraße hin. Zack. Und jetzt muss das um die Kurve gehen. Aber kann ich nicht einfach so machen? Zwei nach vorne, zwei nach oben. Dann baue ich ab hier nur sowas. Und kann mich daran orientieren. Müsste doch normalerweise auch gehen, oder? Wenn ich jetzt so mache, müsst ihr das ja erkennen und zack, perfekt. Genau, und jetzt müsste ich ja nur die Industrie-Einbahnstraßen da verwenden. Industrie-Einbahnstraße, perfekt. Und die muss jetzt halt noch einmal hier außen rum. Schauen wir mal, wie weit können wir denn hier runter gehen? Das ist ordentlich. So nach hier vorne, nach hier. Wir ziehen die mal nach hier unten. Perfekt. Und jetzt drehen wir das Ganze hier wieder um. Zack. Und dann können wir nämlich hier unsere Straßen wieder nach oben ziehen. Die den wahrscheinlich wieder richtig zu schaffen machen. Obwohl jetzt wird es. Oh, jetzt wird es. Jetzt wird es haklich, wenn das da so weit ist, natürlich.
So. Und jetzt muss man überlegen. Sind wir jetzt erstmal hier? So. Und das haben wir natürlich jetzt auf fast jeder Höhe, ne? Auf der wir arbeiten, ist es jetzt. So. Hm, Lösung gefunden. Zack. Und in der Mitte einmal durch. Das geht doch relativ einfach. Hm. Dann nochmal die vier Spuren. Erweitern wir nochmal. Dann noch einmal die Industrie-Einfachstraßen. Die einfach wieder nach oben führen. So. Schon haben wir nochmal eine riesige extra Industriefläche. Die auch relativ gut funktionieren sollte. Also jetzt sollten wir erstmal vielleicht das Wasser hinzufügen, ne? Also noch nichts überstürzen in dem Fall. Aber immerhin steht schon das erste Stück. Jetzt schließen wir das Ganze hier an. Und schicken den ganzen Rest nach vorne hoch. Zurück. Und hier auch noch. Perfekt. Wasser ist dran. Jetzt muss nur noch die Industriefläche bemalt werden. Industrie, Industrie, everywhere, Industrie. Warum ist denn das so komisch hier schon wieder? Ist das, warte mal, kann ich das nicht einfacher so machen? Also jetzt mal ohne Scheiß, zack. Dann hier noch so. Dort. Also irgendwie hatte das wohl einen Sinn, wenn ich hier vorne nichts gemacht habe. Also sollte ich das vielleicht doch lassen, ne? Hatte das nicht den Sinn, dass ich hier sozusagen nichts an der Straße kleben habe? So quasi. Ja, dann haben wir es fortgeführt. Und hier unten halt noch. So. Dann würde ich sagen, neue Industrie, wachse. Lass mich gerade nicht. Oh Gott, hier sind überall Ampeln entstanden. Haha. Ampeln weg. Das ist ja unnötig. Da brauchst du ja keine Ampel. Da fährt ja eh kein Auto hin. Oh, habe ich hier gerade was falsch gemacht? Warte, 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 warte. Oh, 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 ich sehe hier gerade einen ganz bösen Fehler in meinem System. Die führen alle nach unten und die letzte führt nach oben. Au. Jetzt weiß ich, was hier so anders war. Ha, ha, ha. Alles schnell umdrehen, scheiße. So. Es müssten alle Straßen umgedreht sein. Ach gut, perfekt. Es kann ja alles wieder seinen gewöhnlichen Gang laufen. Industrie ist erweitert, sie kann wachsen und wachsen. Hier drüben die Fabriken, die produzieren wahrscheinlich jetzt. Alter, wie viel machen wir jetzt eigentlich mittlerweile? Ah, 13.000 allein dadurch. Wir haben aber nicht volle Arbeitskraft, ne? Interessant. Vielleicht auch, weil hier keiner den Müll abholt. Müllproduktion. Wir bauen hier ein Recycling-Center jetzt mal hin. Das soll sich jetzt vor Ort ein bisschen mehr kümmern.
Aber unsere Stadt ist groß. Das muss man schon mal lassen, Alter. Es geht hier ab. Also die Stadt ist echt groß geworden. Holla. Ich würde mal sagen, wir brauchen neue Wohngebiete. Und zwar in einiger Größe teilweise. So. Da wachsen jetzt mittlerweile... Jetzt wachsen einfach überall Gebäude. Das ist... Das hier ist mittlerweile zugewachsen. Und außenrum würde ich halt gern mal... Doch, die Dinge setzen. Ich hätte gern hier mal so ein Bürokomplexgebiet. Einfach um herauszufinden, ob die genutzt werden oder nicht. Dann tun wir hier noch einmal großes Gewerbe hinsetzen. Und es wächst schon. Alles wächst. Das ist der Wahnsinn. Die Stadt hat eine Überbevölkerung wahrscheinlich. Also... Shit. Wie viel werden hier? 1500. Und hier? 1200. Nicht schlecht. Wie schaut es eigentlich mit unseren Instituten aus? Hier sind mittlerweile 500 Studenten drin. Das Institut hier ist quasi dauernd voll. Davon könnten wir rein theoretisch noch eins bauen. Hier geht's, ich kann es auch schade. So. Die U-Bahn muss ja dementsprechend eigentlich auch benutzt werden, oder? 129 mittlerweile. Und die obere Station 80. Die öffentliche Bibliothek hat ein paar Besucher. Die Oberschule sind relativ heftig ausgelastet. Genauso wie die Grundschulen. Ah, das ist die freie Schule, ja. Das ist die kleine alternative Grundschule in der Nachbarschaft. Also wir sind grundschulmäßig nicht gut ausgelastet, heißt das Gefühl, oder? Wir müssen hier einen großen Grundschulkomplex nochmal bauen. Wie wäre es mit ein paar hier noch an der Ecke? So. Jetzt haben wir tonnenweise Grundschulen. Und wenn das nicht reicht, ne? Also eigentlich muss ich doch gucken, bildungsmäßig, oder? Irgendwo müsste doch hier sicher ein Buch sein. Buch und Buch und Buch und Buch und Buch. Hier, Bildung. Relativ gut ausgelastet. Die Neuen sind noch nicht so happy, aber das wird sich wahrscheinlich ändern, sobald... die auf eine Schule gegangen sind, aber wir haben hier allein für die Grundschule sind wir so gerade über dem, wir haben die Kapazität von 5000 und berechtigt sind 3000. Wir haben also mehr als wir bräuchten. Oberschule sind wir kapazitätsmäßig nicht dran. Universität schon und Bibliothek, ja, benutzt halt keinen Schein, ne? Bedeutet, wir brauchen eine Oberschule, eine Oberstufenschule nochmal. Also so ein Gebäude hier, ne? So ein Gebäude hier. So ein Gebäude brauchen wir noch. Und mit den Komplexen sollten wir jetzt auch das Oberschulenlimit erhöht haben. Und tonweise. Alter, was geht jetzt ab? Ich glaube, wir müssen unsere Autobahnen irgendwann mal wirklich neu bauen. Also wirklich wieder ein kompletter Neubau. Was schaut euch das an? Von wo staut sich's denn bitte? Also hinten kommt ja nicht mal was an, weil die sich hier vorne feststauen. Das ist halt echt scheiße hier mit Kreuzung an Kreuzung. Da müsste man sich was anderes überlegen. Aber es geht halt auch nicht anders. Und dann staut sich das hier vorne wieder zusammen. Aber eigentlich sollte sich das relativ schnell... Ah, jetzt hat sich wieder aufgehört zu stauen.
Das ist aber jetzt, eigentlich ist es ja vollkommen bescheuert, hier ein externes Heimwerkermarkt, nicht genügend Verkaufswaren. Die Regale sind leer. Sorgen Sie dafür, dass es genügend Industriegebiete gibt, die Waren für die Gewerbegebäude produzieren. Rein theoretisch sollte das einen neuen Anschluss kriegen, das Stück hier. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!